Ich möchte erklären, wie ein Schal gestrickt wird. Ein Schal ist ein gutes Projekt, wenn man ein Strickanfänger ist, weil es sehr, sehr einfach ist. Als erstes braucht man natürlich Wolle und eine Stricknadel. Und dann muss man sich überlegen, welches Muster man nehmen wird. Man braucht auf jeden Fall ein anderes Muster als glatt rechts, weil glatt rechts sich einrollen würde. Ich habe mich für ein Patentmuster entschieden, weil das schön wärmend ist und trotzdem weich. Sehr, sehr dick und ich werde erklären, wie man Patentmaschen strickt. Als erstes macht man eine Maschenprobe, um zu wissen, wie viele Maschen man braucht. In meinem Fall, ich will einen Kinderschal stricken, brauche ich 16 Maschen. Diese Maschen werden angeschlagen, so wie es in einem anderen Video erklärt wird. Und dann wird die zweite Nadel rausgenommen. Jetzt wird als erstes die Basisreihe gestrickt. Die erste Masche wird wie immer abgehoben. Dann stricke ich eine Masche rechts und eine Masche links abwechselnd. Wenn ich jetzt so weiter stricken würde, könnte ich auch einen Schal machen. Das wäre ein Rippenmuster. Immer auf der Rückseite die Maschen so stricken, wie sie erscheinen, wieder rechts und links. Oder man könnte es auch abwechseln und auf der Rückseite die rechte Maschen links stricken und die linke Maschen rechts. Das wäre dann ein Perlmuster. Aber heute werden wir, wie gesagt, im Patentmuster stricken. Also die erste Reihe, eins rechts, eins links, ist fertig. Jetzt wird das Strickzeug gewendet. Die erste Masche wird wie immer einfach abgehoben und jetzt schaue ich mir an. Die nächste Masche ist eine rechte Masche. Das erkennt man ja, wenn es so ausschaut wie ein V. Die wird ganz normal abgestrickt. Bei der linken Masche stricke ich jetzt nicht, sondern ich hebe die Masche so ab, wie wenn ich sie stricken würde und nehme die Masche zusammen mit dem Faden auf die Nadel. Und lasse beides einfach auf der Nadel. Die nächste Masche wird wieder rechts gestrickt. Dann wird wieder eine Masche abgehoben, also von rechts hineinstechen und einfach abheben, zusammen mit dem Faden. Das mache ich weiter, bis ich wieder das Ende der Reihe erreiche. Immer abwechselnd eine Masche rechts stricken, eine einfach abheben. Immer zusammen mit dem Faden. Dann wende ich wieder, die erste wieder abgehoben. Jetzt habe ich diese nicht gestrickte Masche von der letzten Reihe zusammen mit einem Faden. Das wird zusammen abgestrickt. Ich steche also durch die Masche, wie wenn ich stricken würde, nehme aber den Faden mit und stricke das ab. Die nächste Masche wird wieder links abgehoben, zusammen mit dem Faden. Dann habe ich wieder diese doppelte Masche, die ich stricke. Auf diese Weise wird in jeder Reihe eigentlich nur die Hälfte der Maschen gestrickt. Dadurch wird das ganze Strickzeug viel wärmer. Ich brauche aber auch, wenn ich Patent stricke, viel mehr Wolle. Auf diese Weise stricke ich Reihe für Reihe weiter, bis ich den Schal so lang gestrickt habe, wie ich den haben möchte.